Gespräch habe ich heute Frau Gabriele Krone-Schmalz. Sie ist Professorin für TV und Journalistik. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen von Jungle Drum Radio. Und vielen Dank für das Gespräch. Guten Abend, Frau Krone-Schmalz. Schönen guten Abend. Fangen wir gleich an, gehen wir in Medias Res. Es gibt viele wichtige Themen zurzeit. Welche sind Ihrer Meinung die wichtigsten, in- und außenpolitisch betrachtet, für unser Land? Im Grunde genommen alle, die damit zusammenhängen, dass man den Frieden erhält oder ihn überhaupt erstmal schafft. Und da gibt es innenpolitisch und außenpolitisch eine ganze Menge zu tun. Frieden erhalten, sehen Sie den denn gefährdet? Naja, die Ukraine ist soweit ja nicht weg und was sich dann da abspielt und wenn man sich vor allen Dingen die Frage stellt, warum sich das da abspielt und mit hätte, wenn, kommt man in der Regel nicht weiter. Aber in dem Fall kann man schon sagen, wenn es intelligenter angegangen worden wäre, und zwar, das muss man so sagen, so deutlich von Seiten der EU, dann hätte man sich wahrscheinlich die Situation, die wir jetzt in der Ostukraine haben, wirklich sparen können. Kurze Zwischenfrage. Hatte die EU denn da so viele alternative Möglichkeiten? Die sind doch schon auch ein bisschen unter Druck. Naja, Entscheidungsträger in der EU haben zu einem Zeitpunkt, als es sinnvoll gewesen wäre, gesagt, dass man Moskau nicht einbeziehen muss. Wenn sich also Brüssel, Kiew und Moskau zu einem frühen Zeitpunkt an einen Tisch gesetzt hätten und es wirklich um die Ukraine gegangen wäre, denn die war pleite zu dem Zeitpunkt, wie man für die Ukraine das Beste rausholt, ohne sie von Russland abzuschneiden und ohne ihr den Zugang zum Westen zu verwehren. Das geht ja alles, man muss es nur wollen. Aber die eindeutige Aussage von Seiten der EU war, die Ukraine muss sich entscheiden. Herr Barroso hat das mehrfach so gesagt. Und dadurch ist der Ukraine diese Scharnierfunktion entgangen. Ja, zur Rolle der Medien. Die Medien werden gerade ganz schön kritisiert als Kriegshetzer, als, ja, sagen wir mal, ich möchte es gar nicht sagen, aber viele Leute fühlen sich verraten von den Medien, weil die eben nicht mehr ausgewogen, fair und faktentreu Bericht erstatten. Ich muss nur an Libyen denken, auch jetzt in Syrien. In Libyen, wissen Sie noch, die eine Person, mal war er tot, dann war er wieder Kämpfer, dann war er wieder Reporter. Also das wurde alles ungefragt übernommen. Wie sehen Sie die Rolle da? Es gibt ja viele Probleme, zum Teil selbst gemacht, zum Teil eben sind sie halt da. Es hängt ja auch viel, sagen wir mal, mit strukturellen Veränderungen bei den Medien zusammen. Schnelligkeit ist zur Qualität geworden und Schnelligkeit geht oftmals zulasten der Wahrheit oder zulasten der Fakten, weil man muss ganz schnell was rauspusten und hat gar nicht mehr die Chance, etwas zu recherchieren, irgendwie gegenzuchecken, vielleicht doch nochmal eine zweite Quelle anzuzapfen und so weiter und so weiter. Was mir, ich kann es nicht anders sagen, auf die Nerven geht und was ich wirklich für gefährlich halte und auch für eine unglaubliche Anmaßung, wenn Kollegen von mir versuchen, Politik zu machen, statt Politik zu erklären. Ich finde, Journalismus ist dazu da, dass man Menschen in einer Demokratie, die müssen nämlich entscheiden, diese Menschen, dass man die so gut es geht informiert, so umfassend wie möglich informiert und nicht von vornherein denen sagt, das hier sind die Guten und das hier sind die Bösen. Propaganda gibt's von allen Seiten, wirklich von allen Seiten. Und es ist eine unglaubliche Verkürzung und auch wirklich alles andere als gut für Pressefreiheit, wenn man aus einer Ecke der Welt alles für Propaganda hält und aus der anderen Ecke der Welt alles für die hehre Wahrheit. Überall stehen Interessen dahinter und die klarzulegen, so gut es geht, das ist schwer genug, das ist Aufgabe von Journalisten und nicht sich auf eine Seite zu stellen. Ich gehe davon aus, dass Medien die Vorarbeit für Kriege leisten, indem sie erstens eine öffentliche Akzeptanz schaffen, dämonisieren zum Beispiel, jetzt Putin ist gerade im Fadenkreuz. Ich denke schon, dass Medien die Macht haben, ein Land oder ein Volk oder eine Gesellschaft kriegsbereiter zu machen. Wenn, übrigens ein gutes Beispiel ist für meine Begriffe der Jugoslawienkrieg. Da lässt sich ja mit dem entsprechenden zeitlichen Abstand durchaus feststellen, dass Halbwahrheiten, regelrechte Lügen dazu geführt haben, dass Menschen in einer Gesellschaft, die vorher Krieg da abgelehnt haben, dass sie plötzlich sagten, ja, wenn das so ist, dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Das ist auch das Gefährliche, wenn sie, ich sage mal, wenn Sie Interessen, humanitäre Deckmäntelchen umhängen oder Dinge in die Welt setzen, die so nicht sind, wo man aber das Etikett Menschenrechtsverletzung draufkleben kann,
dann ist es viel einfacher, eine Gesellschaft, die normalerweise dazu nicht bereit wäre, dazu zu kriegen, zu sagen, ja, da müssen wir, was sollen wir anderes machen, denn wir müssen ja da helfen. Nur wenn man es sich anschaut, die Beispiele, die es gegeben hat, mir fällt eigentlich nichts ein, wo man das Leid gelindert hätte. Wie sieht es denn heute in Libyen aus? Interessiert das noch irgendjemand? Wie sieht es in Syrien aus? Das ist auch so ein ganz konkretes, drastisches Beispiel. Was wäre denn gewesen, wenn man Moskau, Assad und die ganzen westlichen Menschen zusammengesetzt hätte und gesagt hätte, wie lösen wir das Problem ohne einen Regime-Change? Weil Regime-Change, das ist so die Vokabel der Zeit, die aber, wenn Sie sich mal umgucken, wo hatten die was gebracht? Oder wo hat der was gebracht? Nirgendwo. Naja, es entspricht der Wolfowitz-Doktrin. Ja, aber gebracht hat es trotzdem nichts. Gut, kommen wir zum Ende. Es geistern immer wieder Beiträge durchs Netz, dass die Presseerzeugnisse, Spiegel, zwischen das ehemalige Nachrichtenmagazin genannt, und andere, dass sie ihre Rezipienten verlieren, dass sie denen weglaufen. Da diese Leute ja im Grunde in einem Informationsghetto in ihrer Bloggerwelt leben, können die das vielleicht gar nicht realistisch beurteilen. Und wie sehen Sie das denn? Dass Leser und Zuschauer weglaufen ihren Medien? Ja, ist dem so? Ja, dem ist offensichtlich so, weil ich bin Anfang vergangenen Jahres von dieser medienkritischen Sendung des NDR von ZAP angesprochen worden, weil die festgestellt haben, dass die Menge der Zuschauer- und Leserreaktionen derart groß ist, immer weiter stieg, die sich jetzt plattformuliert auf einen Nenner bringen ließ und nach dem Motto, so einseitig wie ihr uns informiert, das wollen wir eigentlich nicht mitmachen, seht ihr nicht auch die andere Seite? Also die Unzufriedenheit der öffentlichen Meinung mit der veröffentlichten Meinung, diese Diskrepanz ist vorhanden, die ist ziemlich groß. Und ich persönlich halte das für wirklich eine Gefährdung eines demokratischen Systems. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Frau Brunenschmalz, ich danke Ihnen ganz herzlich. Gerne doch.